Pastéis de nata, ein Gebäck oder Dessert, was in Portugal einen extrem hohen Stellenwert hat. Und ich bin gespannt, ob eine gefrorene Variante auch so gut sein kann wie das Original. Das hier kommt sogar aus Portugal und probieren wir jetzt aus. Willkommen bei der Foodshow! Und im Vorspann habt ihr sie schon gesehen. Wir testen heute Pastéis de nata. Und ich habe es 100% vielleicht immer noch falsch ausgesprochen, aber es ist ein typisches portugiesisches Gebäck, was da eigentlich von Hand hergestellt wird und eigentlich nicht gefroren unbedingt ist. Und wenn man in Portugal ist, muss man es, glaube ich, einfach probiert haben oder in der richtigen Region dafür ist. Weil da gibt es wirklich noch Regionen, die stellen das wirklich original her. Die Leute stehen Schlange dafür. Und ich hatte es durch Zufall in Hamburg probiert. Klingt jetzt wieder ein bisschen komisch, warum in Hamburg? Ich war in Hamburg ja gewesen, wenn ich da auf Messen oder so unterwegs bin, und war dann noch zu einem Bäcker gefahren. Ich habe vergessen, wie er heißt. Es gibt in Hamburg einen Bäcker, der macht, ist das Café Luise, muss das glaube ich gewesen, Café Luise. Die machen Sauerteig-Franzbrötchen. Das wollte ich unbedingt probieren, weil das ist nochmal anders, wie die Franzbrötchen sonst gemacht werden in Hamburg. Das hatte ich bei Kitchen Impossible mal gesehen. Das musste der Tim Melzer nämlich nachmachen. Und die hatten das. Und da dachte ich mir, geil, wenn das ein geiler Bäcker selber herstellt, muss das ja lecker sein. Mitgenommen und ich fand es wirklich mega lecker. Es war einfach Blätterteig, innen drin die Cremefüllung, dieser schöne Geschmack. Ich war begeistert. Vielleicht nicht so wie das französische, sage ich schon, portugiesische Original. Aber das hier kommt aus Portugal. Es wird nämlich in Portugal hergestellt. Und dann bin ich natürlich gespannt, ob das diese Firma vielleicht gut umgesetzt hat. Umgesetzt wird es hier mit Lidl zusammen. Das Produkt gibt es wirklich bei Lidl öfters in den portugiesischen Wochen, die die auch haben. Und ich habe dann für eine Packung, was habe ich bezahlt? 2,99 €. Dafür bekomme ich 6 von diesen Dingern. Das ist extrem günstig. Ich habe, glaube ich, für dieses eine nur in Hamburg, glaube ich, schon 2 € fast bezahlt. Das war es mir aber wert. Es war wirklich traumhaft. Also Café Luise kann ich wirklich empfehlen. Relativ weit oben in Hamburg, also nicht so stadtnah, also relativ weit oben, aber super gewesen. Naja. Kann das hier was? Das ist die große Frage. 360 Gramm sind hier drin, 6 Stück insgesamt. Jedes hat dann 60 Gramm. Preis habe ich euch gerade genannt. Für eine Zutatenliste, die auch sehr, sehr kurz ist. Nämlich Wasser, Weizenmehl, Zucker, Butter, Eigelb, Milchpulver, Ei, Maisstärke und Salz. Also besser kannst du es eigentlich von der Zutatenliste nicht machen. Kurz, knapp, knackig. Kein Scheiß reingemischt oder sonstiges. Sind gefroren und müssen wir halt einfach nur aufbacken. Energie, weil ich gerade Energie gelesen habe. Nährwerte wollte ich euch sagen. 260 Kalorien auf 100 Gramm, davon sind 3,7 Gramm Eiweiß, aber natürlich der Zuckergehalt ein bisschen höher mit 15 Gramm. Aber sonstige Daten passen an sich. Und zubereiten werden die jetzt im Backofen bei 200 Grad für ungefähr 10 Minuten. Ich werde es in eine heiße Fritteuse machen. Und für einen noch besseren Geschmack soll man sie mit Zimt bestreuen, aber erst wenn sie fertig sind. Können wir machen, ich kann ja 2 zubereiten oder 3 oder 4, ich habe ja genug. Ich habe nämlich 2 Packungen direkt gekauft. Und dann werden wir auf jeden Fall eins mit Zimt bestreuen, eins ohne. Und dann werden wir sie gleich probieren. Ich bin gespannt, ob mich das geschmacklich so abholt, wie das Ding aus Hamburg. Und hier seht ihr sie jetzt einmal. Das sind sie jetzt im gefrorenen Zustand. Nicht wundern, da liegt der Kocker. Aber ja, das sind sie. So sind die auch in der Box drin. Also die sind jetzt nicht in Folie so eingeschweißt, sie sind einfach so drin in diesen kleinen Förmchen. Die könnte man jetzt, denke ich, mal rausnehmen, genau. Aber man soll es natürlich drin lassen, damit es nicht ausläuft und die Form behält. Und so schaut das jetzt fertig aus der heißen Fritteuse aus. Ja, ist nochmal ein bisschen dunkler geworden, natürlich auch der Blätterteig außenrum. Knuspert auch ganz leicht. Also wenn man den so leicht drückt, hört man dieses. Hört ihr das? Also das ist ja wirklich schön einfach. Und draußen ist es gut geworden, innen drin ist es noch warm. Und so warm hatte ich das natürlich auch noch nie probiert. Also das ist ja auch nochmal was Besonderes. Das zweite habe ich hier, das werden wir jetzt aufschneiden. Und da bin ich jetzt mal gespannt natürlich, wie sich das verhält. Oh, es hat auch eine ordentliche Fettigkeit, muss man sagen. Da ist gut Fett dran. Oder Butter, besser gesagt. Wir schneiden das jetzt mal auf. Es blättert, es knuspert. Und da haben wir jetzt diesen warmen, cremigen Kern. Ja, das sieht doch schön aus. Also wirklich viel Kern, ganz feine Blätterung ringsherum. Hier unten natürlich ein bisschen feucht, das ist aber normal, das muss ja auch fast schon so sein. Aber das sieht gut aus. Also jetzt in den schönsten Teil das Probieren. Neben dem leckeren Anschauen des Produktes können wir jetzt rausfinden, wie es schmeckt. Ich habe mir ein bisschen Zimt auch geholt. Man soll das ja mit Zimt probieren. Bin mal gespannt, wie das gleich mit Zimt schmeckt. Ich mache mal hier mal auf das eine Stück ein bisschen Zimt drauf. Da stand ja auch nur Zimt, ne? Da stand ja nicht Zimt und Zucker. So,
Da ist jetzt ein bisschen Zimt drauf. Oh, das juckt sofort in der Nase. Ich bin jetzt gespannt, ob das so geil schmeckt, wie ich es ja, vor kurzem erst gegessen habe. Einmal ganz kurz nur Lippentest. Okay. An der Lippe kannst du immer gut messen, ob es zu heiß für den Mund ist. Ich beiß rein. Blätterteig, süße Creme, die einfach wirklich nur Creme auf der Zunge ist. Das ist so, na, so ein Wohlfühl-Dessert. Also es ist wirklich so, na, du beißt rein und hast diese saftige, cremige, blättrige. Das ist ja diese Eimasse. Du hast wirklich, du schmeckst Butter, aber wirklich das Butter ist da wirklich ordentlich dabei. Das finde ich ein sehr, sehr gutes TK-Produkt. Muss ich wirklich sagen, ich finde das wirklich gut. Es schmeckt anders als das, was ich in Hamburg gegessen habe, nochmal ein bisschen anders. In Hamburg war irgendwie, ja, okay, es ist natürlich jetzt warm, in Hamburg das war fester, aber trotzdem hatte es so andere Noten. Aber das ist sowas, was mich glücklich macht. Also, da brauche ich auch nicht zwei oder so von, da reicht mir eins. Aber so für 10 Minuten und ich habe das in warm. Und wenn ich so denke, du so nach einem geilen Essen, jetzt am Samstag oder Sonntag machst du so ein schönes Essen und danach noch so ein warmes Dessert. Geil. Also muss ich sagen, ist geil. Also Zutaten ist es gut. Wir probieren das jetzt nochmal mit Zimt. Ich darf nochmal probieren für euch. Zimt passt da auch wunderbar zu. Selten, muss ich sagen, bei Lidl, das muss ich ja auch sagen, und so ein gutes Produkt gekauft. Für Lidl-Verhältnisse bin ich sehr erstaunt, dass Lidl das hat. Weil meistens bin ich bei Lidl immer so ein bisschen enttäuscht, dass es immer so viel drin ist und so viel drin dran und, oh, und probiert und Sachen drin und das drin. Und das Produkt hat, wie viel jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Zutaten. Keine davon ist irgendwie schlecht. Es ist alles Standardsachen. Das kriegt 5 von 5 Punkte. Ich finde das richtig, richtig lecker. Und ich bin sehr, sehr happy darüber, dass ich mir eine zweite Packung gekauft habe, sicherheitshalber. Weil ich habe gehofft, dass es lecker ist. Und wenn nicht, hätte ich es an die Nachbarn verschenkt. Das ist nicht negativ gemeint. Aber ich lasse ja viele Sachen, die ich halt überhabe oder zu viel habe, dann auch nur andere Leute gerne probieren. Aber davon gebe ich nichts ab. Das ist mir zu lecker. Also es ist wirklich ein sehr, sehr leckeres Produkt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das bei Lidl ab und zu mal zu kaufen, oder wenn ihr es seht, das haben die, wie gesagt, bei ihren portugiesischen Wochen dann immer wieder mal. Das ist, glaube ich, so zweimal im Jahr. Nehmt das ruhig mit, das schmeckt. Das kann auch Lidl gerne dauerhaft ins Sortiment nehmen oder ein anderer Supermarkt, weil das scheint ja, ist ja nicht von Lidl selbst. Es wird ja hergestellt in Portugal von der Panike SA. Von mir aus kann das auch ein Edeka, ein Rewe oder sonstiges ins Sortiment nehmen. Also falls ihr dieses Video sehen, das ist ein gutes Produkt. Nehmt das ruhig ins deutsche Sortiment auf. Das ist super lecker. Also ihr wisst, ich bin nicht bei jedem Produkt sofort überzeugt. Aber wenn mich der Geschmack wirklich flasht und die Zutaten überzeugen, dann finde ich das wirklich gut. Und hier stimmt auch die Preis-Leistung. Das ist schon fast zu günstig. Also, geiles Produkt, wünsche ich mir gerne mehr von. So mag ich das. Ist die Frage nur, habt ihr schon probiert? Habt ihr genau dieses Produkt schon probiert? Habt ihr vielleicht schon das Original in Portugal probiert oder vielleicht irgendwo anders? Oder hat das überhaupt nicht geschmeckt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich sage danke fürs Foodschauen. Wir sehen uns in eins der nächsten Videos und ich lasse jetzt meine Freundin das andere noch probieren. Mal gucken, was die dazu sagt. Aber ich glaube, der schmeckt es auch.